Hallo und herzlich willkommen bei Ganondorf Beats 1.9. Generale, und wir sind wieder auf unserem kleinen Server da. Und unser Spawner funktioniert echt gut. Muss ich mal sagen. Also ich bin jetzt die letzten paar Level da gestanden. Und ich habe jetzt natürlich gewusst, dass mein Schwert da sterben wird. Und die einzigen Gegner, die natürlich ein bisschen nervig sein und Anführungszeichen, weil sie mehr wie einen Hit brauchen, sind Spinnen. Und du musst auf Creeper aufpassen, das ist natürlich so eine Sache. Und was ich noch nebenbei getan habe, obwohl, ich habe jetzt da den Server einfach eine halbe Stunde laufen lassen da daneben und bin hin und wieder reingegangen, habe alles getötet, wieder ein und aus und so weiter und so fort. Was ich sonst noch getan habe, war da ganz ein bisschen breeden, weil es ja auch XP bringt, was dann auch ganz praktisch ist. Und ich habe da, aber das war zwischen die Episoden, habe ich da noch so eine Leiter gebaut, dass man da nach oben gehen kann, um oben nur Fackeln nachzusetzen, falls zu wenig waren, falls oben Mobs spawnen. Aber da seien bis jetzt keine, deswegen. Und man merkt, es muss scheinbar wirklich viel los sein da oben. Weil die Mobs fallen durchgehend über. Und wenn ihr da halt so stehen bleibt, dann kriegt man nur die letzten paar Level, aber das ist natürlich uninteressant für so eine Folge. Und eigentlich wollte ich noch mehr grinden, es dauert wirklich lang und ich habe nicht so ultra viel Zeit. Deswegen haben wir gedacht, mache ich das noch. Und wir probieren jetzt aber auf alle Fälle einmal ein Iron Pick mit Fortune zu enchanten. Oder ein Diamond Pick. Wir schauen halt einmal nach, dass wir irgendwie Fortune herbringen. Da haben wir ja alles drin. Efficiency 4 mit Level 30. Das ist natürlich... Efficiency 4 war schon verdammt cool. Und Efficiency 5 ist das höchste. Was gibt unser Diamond Sword so her? Bane of Anthropods. Das gibt sozusagen gar nichts her. Wir hätten da einen Power 2 Bow. Und da hat man noch einen Bow zum Enchanten. Power 4. Gibt es immer noch nur Power 4? Das ist jetzt auch so eine wichtige Frage. Sonst wäre Unbreaking 2 zum Beispiel ganz cool. Was bringen die Rüstungen gerade? Die kriegen gerade Protection. Wahrscheinlich alles gleiche. Ja, Protection 3 und Protection 3. Das sind aber alles Level 30 Enchants. Da sind wir nur 5 Level drunter. Deswegen tue ich da gerade einmal da alles wieder eine. Zeigt zum Bauen wie die Bögen da. Das tun wir gerade einmal auf keinen Fall. Und jetzt schaue ich da nochmal schnell nach. Da mal Efficiency 4. Das heißt, man kann jetzt da checken, wie man. Ja, das heißt, jetzt gibt es eine Schwert-ID, eine Pick-ID und man kann auf alles Gleiche drauf tun. Okay. Und mit dem 61 Lapis, das ist ja schon mal gut. Da oben müssen wir noch ein bisschen mehr einrichten, aber das kommt dann mit der Zeit, wenn wir mehr Zeug benötigen. Und, ah ja, wir haben ja unser Item-Auffangbecken, ne? Wir sind noch gar nicht reingeschaut. Und das ist schön, dass sie damit weiter spawnen, wenn du mal laufst. Wir setzen aber nur Karotten drin. Was ganz praktisch ist. Und jede Menge Pfeile. Das ist cool. Und die Bögen können wir alle zu ganzen Bögen zusammenbauen. Was im Inventar. Und das ist natürlich, das sind verdammt viele XP, was wir da jedes Mal kriegen. Weil wir ja viele Mobs töten. Aber es ist eben auch so, es sind nicht so viele Mobs, wie man beim Spawner haben könnte. Dann Spawner hätte ich doch verdammt gern für sowas. Deswegen, wir sollten caven gehen. Weil unsere Insel gibt natürlich jetzt nicht so viele Höhlen her. Obwohl das sicherlich irgendwo in der Umgebung mehr wie ein Spawner sein sollte. Nur das sind dann vielleicht wirklich abgekastelte Vierecke, da wo nichts mehr dazu kommt. Wir haben da hinten noch ein Ravine, weil es mir gerade einfällt. Ein Ravine, in der wir noch nicht drin waren. Okay.
Da ist immer noch keine Kartoffel. Ich brauche unbedingt eine einzige Kartoffel. Eine einzige. Dass mir das Spiel das einfach nicht geben will. Die eine Kartoffel. Die ich haben will und brauchen könnte. Ah, und bevor ich da jetzt noch viel weiter tue, ich brauche ein paar Fackeln. Zum Beispiel da. Irgendwo sollte ich noch Holz haben. Na. Gut, dann brauche ich jetzt erstmal Holz. Okay. Jetzt aber. Einmal die Fackel daher. Und jetzt schauen wir gerade noch mit dem bisschen Wheat, das wir da haben. Ja, wir, da schon wieder, ja, wir können schon wieder breeden. Das ist sehr schön. Okay, und da nehmen wir jetzt auch die ganzen Schafe. So, dann rennen wir da nämlich einmal durch. Wir sollten dadurch noch ein paar XP kriegen. Nein, bleib da drin, Kuh. Die kannst du dann auch eh wieder für Futter töten. Und dann nochmal kurz durch. Okay. Das heißt, wir sind Level 7, sonst nur 3 Level und wir können anfangen zu enchanten. Die letzten 3 Level werden wir aber öfter brauchen. Schade. Okay, das ist gerade wieder eine Spinne direkt vor uns aber geknallt. Und man sieht schon, wir kriegen jetzt weniger XP. Aber das geht natürlich, ich will nicht sagen exponentiell auf, aber wir brauchen jetzt einmal eine gute Rüstung, denn dann gehen wir einmal in Nether. Holen uns dann eine Nether Fortress. Und ja, dann haben wir es ja schon bald. Ah, und wir haben jetzt hier noch einen. Als erstes brauchen wir natürlich eine Fortune Pickaxe. Und ich sollte mal Bücher machen. Ich gehe mal ein paar Kühe umhauen, das bringt auch wieder XP, Gott sei Dank. Und Kühe ganz gezielt mit dem da. Okay, du kleine Kuh, hast jetzt dann leider verloren. Und ich mache das deswegen jetzt nicht mehr mit einem Schwert, weil das Schwert hat nämlich den AOE-Skill dazu gekriegt und deswegen ist jetzt eine Axt für sowas zum Beispiel ganz wichtig. So, Schafe brauche ich ja nicht, die brauche ich nur als Leder. Und Leder haben wir jetzt 8 Stück, das heißt wir können 8 Bücher machen. Und demmal haben die Bücher aber nicht den Sinn, dass zu Bookshelves werden sollen. Na, demal sollen die Bücher wirklich zu Büchern werden, die man dann für Enchanting verwenden kann. Denn ich kann auf Bücher zum Beispiel simple Level 1 Enchantments drauf tun. Wie zum Beispiel Knockback, was. Oh, aber Efficiency 4 auf einem Buch war da cool. Und Sharpness 2 auf einem Buch genauso. Aber da wären zum Beispiel solche Sachen ganz interessant. So, und jetzt gehen wir nochmal schauen. Wir sind schon Level 27. Ich will unbedingt nur ein Level 30 Enchantment machen. Denn am Power 4 Bogen würde ich irgendwie gern haben. Beziehungsweise Protection 3 auf eine Rüstung drauf. Auf eine Diamond Rüstung. Auf eine Brust Rüstung zum Beispiel wäre verdammt effektiv. Wenn das Protection 3 noch Unbreaking und noch vielleicht ein, zwei Sachen dabei hätte. Vor allem, es gibt ja ein paar tolle Enchantments. Und was ich jetzt nebenbei noch machen kann, ich kann auch meine Holzbalken austauschen. Holen wir uns das schon mal das Holz dafür, dass wir die Holzbalken austauschen können und setzen dann auch noch ein paar neue Pflanzen her dafür. Und genau, jetzt ist natürlich die Axt hin.
Habe ich da noch Axt drin? Nein. Habe ich Eisen mit für Axt? Nein. Und nicht einmal Kabel für Axt. Damn it. Irgendwann sollte ich wirklich auf Diamond Tools umsteigen und das Ganze dann reparieren anfangen. Aber noch nicht heute. Oder wie man so schön sagen kann, not today. Und da hinten habe ich jetzt eh schon. Da habe ich eh schon 9 Diamonds. Ah ja, und ich habe einen Enderman getötet für Enderpearl. Was ein bisschen was wert ist, aber jetzt nicht gerade die Welt. Wir brauchen aber jede Menge Enderpearls und eben Blaze Rods. Damit wir erstens einmal dass wir erstens einmal Potions machen können. Das haben sie jetzt ja auch geändert, das will ich auch machen. Geht schon, geht schon. Ah, sehr schön. Und ja, sie haben jetzt die Potions geändert. Und ich will Potions auch machen, weil Potions sind wichtig. Vor allem in andere. Ups. Da muss ich kurz das weg tun, dann geht's wieder. Und ja, weil Regeneration Potions, Health Potions, das wird alles wichtig für den Dragonfight. Weil der Dragonfight ist mit einem guten Bogen leicht gemacht, aber es kann immer noch viel passieren. Enderman können an attackieren und so weiter und so fort. Also es gibt viele, viele, viele Variablen da drin, die man nicht von vornherein bedenken kann. Und mit den 40 Holz gehen wir jetzt mal dahinter, denn das könnte ja schon reichen für die ersten paar von den. Von den Säulen da. Und wir müssen dann gleich wieder unseren Spawner, unseren Grinder da durchlaufen. Okay, die sind also immer 7 hoch. Und das graue Holz schaut wirklich gut aus. Das muss man wirklich merken. Achso, jetzt sind natürlich nicht so viele Mobs da. Wie man normal haben könnte. Und 7 Blöcke war ja das Höchste, was ich einfach so abbauen kann. Ja, genau. So, 3 von den Säulen kann nur wegtun. Zweimal. Und ja, ich weiß, ich bin ein bisschen eitel bei meinem Haus, aber wenn ich mir schon ein Haus baue in dem Spiel, dann ist es ein schönes Haus. So einfach ist da meine Logik. So, eins können wir noch wegtun. Für die nächste Säule brauchen wir genau noch einen Holzblock mehr. Das schaffen wir aber auch noch. So, wir brauchen da noch einmal. Und zweimal das Ganze. Das heißt insgesamt noch 14. Da bauen wir da einen Baum ab, komplett, und dann sollten wir das ja haben. Vor allem da liegen auch wieder Holzblöcke am Boden, weil die ja auf dem Gras da drauf landen. Und die Setzlinge von dem Ganzen tue ich jetzt aber zuerst noch einmal da wieder ein. Die Setzlinge von den Bäumchen. Ich glaube, das da ist dann eh schon der letzte Baum, den wir brauchen. 16, ja, passt. Passt, 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 passt. Und jetzt kann dann nochmal die Mobfalle checken. Wenn dann die Mobfalle auch okay ist, also mit ein paar Mobs gefüllt ist. Ich kann wahrscheinlich jetzt auch schon wieder breeden, weil breeden geht viel schneller, wie die kleinen Viecher aufwachsen. Also ist mir aufgefallen. Und deswegen finde ich es interessant.
dass man so auch recht gut leveln kann, muss ich sagen. So, und unser Haus? Ja, das Grau schaut viel besser aus, meiner Meinung nach. Dadurch werden die roten Akzente da eben wichtiger und oben die blauen Scheiben. Schaut zwar alles wahrscheinlich nicht so cool aus, aber ich bin ganz zufrieden damit. So, wir haben da Holz, wir brauchen da wieder ein paar Mobs. Da stehen wieder ein, zwei drin. Achtung, da ist wieder ein Creeper dabei. Und das war gerade ein Villager-Zombie. Den natürlich durch so eine Farm dann auch sehr heraufbeschworen werden, sagen wir mal. Okay, da kommt wieder alles daher. Jetzt gehen wir auf die andere Seite. Weil ja da doch nachher noch viele von den Schäflein da noch ihresgleichen suchen. Okay, dann verfüttern wir da noch ein bisschen was an die Kühe, damit die schneller wieder größer werden, damit wir da wieder weiter breeden können. Denn wir haben nur ein paar Bücher gebraucht. So, da nochmal durch. Level 29 wären wir also gerade nicht. Okay. Da haben wir sehr viel Schilf, aber wir haben auch schon sehr viel Papier. Und ich habe mittlerweile bis auf das kleine Eck da, bis auf das kleine Halbinsel-Eck da, habe ich schon die komplette Insel beleuchtet. Nur das Eck da werde ich freilassen von Beleuchtung, damit da noch Endermen spawnen können. Also in der Nacht. Das heißt, in der Nacht ist die Falle nicht so effektiv, wie sie sein könnte. Aber dafür haben wir da die Chance auf Enderman, weil wir die sonst auf der Insel nirgends mehr haben. Denn auf Laub spawnen, glaube ich, keine Mobs, soweit ich das weiß. Deswegen sind Bäume ja auch relativ egal. Aber jetzt müssen wir da nochmal einer AFK'en. Obwohl AFK'en kann ich nicht sagen. Einer stehen warten, denn Mobs spawnen eh recht schnell. Und ja, unsere Hopper. Ah, wir können schauen, ob wir mittlerweile eine Kartoffel haben. Nein, aber wir haben jede Menge Bögen. Die tun wir mal zusammenbauen. Weil da kann man das schön so und so. Und da dann nochmal so. Und dann machen wir den Bogen nur ganz, ganz. Und dann bauen wir nur die und die zusammen. Und dann haben wir die, da werden alle da wieder rein. Und zum Beispiel Chain Armor ist auch ganz interessant, weil mehrere Chain Armor Stücke kann man auf die gleiche Art und Weise zusammenbauen. Und wir haben viel String. Das heißt, wir können Wolle draus machen im Fall. So, und 16 Wohl. Ja, und die Pfeile gefallen mir aber am meisten eigentlich. Nehmen wir Wolle und Pfeile mit. Das tun wir ins Haus. Und zwar haben wir da jetzt Wolle und Pfeile. Wir haben schon über einen Stack Arrows. Da ich aber schlussendlich mal einen Infinity Bow haben will, werden wir nicht so viel Arrows brauchen wahrscheinlich, vor allem nicht für den Dragonfight. Aber es ist trotzdem ganz praktisch. Und hin und wieder fallen da, wenn ihr das jetzt richtig gesehen habt, hin und wieder fallen da doch Eisenstücke eine. Na, da war noch kein Ingot dabei. Aber hin und wieder passiert's, was dann recht cool ist. Und wir sind kurz vor Level 30 und das ist jetzt mein Ziel noch für die Folge, deswegen stehen wir doch jetzt noch. Ich will auch Level 30 Enchant machen und Venslai Protection 3 auf a Diamond Brust ist. Obwohl, nein, werden wir zuerst wahrscheinlich die Efficiency 4 Pickaxe machen. Denn da könnten Unbreaking dabei sein, da könnte Fortune dabei sein, da könnte keine Ahnung was dabei sein. Und vor allem Rüstungen muss man jetzt hier mittlerweile nicht einmal mehr... sogar Witches kämen da oben. Ah ja, klar, es ist ein 2 hoher Space und wir sind auf Level 30. Das ist der Punkt, wo ich sagen muss, mehr wie Level 30 zu leveln, bringt sich nichts. Weil man ja so... Achso, nein, wir haben ja die Pickaxe sowieso oben.
Mehr wie Level 30 zu leveln bringt sich nichts. Da, Efficiency 4. Und was hast du noch dabei? Nur Efficiency 4. Das ist tragisch. Aber wir haben nur 3 Level verloren. Also die 3 Level, was wir sozusagen jetzt in der Folge großartig gemacht haben. Mit unserer Variante werde ich da jetzt dann zwischen den Folgen ein bisschen was machen. Aber wir werden jetzt auf alle Fälle wieder Bögen nachprüfen. Bögen sind wichtig. Ein Flamebogen. Vor allem, da steht nur Flame. Das kann jetzt wirklich alles sein. Und was haben wir beim Buch? Da haben wir Efficiency 4. Okay. Efficiency 4 Books sind nicht so schlecht, weil dann kann man zum Beispiel die Pickaxe... Da hätte noch viel mehr dabei sein sollen. Bei der Pickaxe, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war ein Fehler von dem Spiel, dass da jetzt nur Efficiency 4 drauf ist. Aber ja, Rüstungen können wir checken. Da steht immer noch Protection 3, okay. Und das Diamond Sword. Sharpness 3, das wäre ja schon was. Sharpness 5 ist das höchste, aber Sharpness 3 sind definitiv andere Enchantments dabei. Dann werden wir wahrscheinlich demnächst, oder ich werde jetzt dann als nächstes das Diamond Sword enchanten. Und dann sage ich mal danke fürs Zuschauen. Das war's von der Folge. Und sage mal bis zum nächsten Mal. Das war's schon wieder von den Kamerale. Ciao, ciao.